Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und heute beschäftigen wir uns damit, den Ghostbuster-Wagen zu bauen. Es hat sich einer den paar Mal gewünscht und ich dachte mir, warum nicht? Bauen wir ihn einfach mal. Das heißt, erstmal wieder an die Kiste ran, für ihn brauchen wir nicht gerade viele Blöcke. Zum Losbauen holen wir uns einmal einen schwarzen Betonblock raus, dann holen wir uns Quarzstufen, Quarztreppen, denn einen Steigenschalter brauchen wir, Akazienholzstufen, davon nochmal die Treppe, dann Eisenfalltüren, dann holen wir uns noch, ja, ich nehme jetzt einfach mal blaue Glasscheiben für die Fenster dann von unserem Auto und dann nehme ich noch eine Ziegelsteintreppe. Hast du alles zusammen, würde ich sagen, gehen wir gleich mal los. Zuerst platzieren wir die Räder von unserem Auto. Wir setzen einfach erstmal einen Block an sich hin, lassen eine Reihe frei und setzen noch einen Block hin. Unser Auto hat eine Dreierbreite. Jetzt setzen wir es einfach mal nach hinten gesetzt, wo du halt unser Auto hinhaben möchtest. Da lassen wir dann 1, 2, 3, 4 Blöcke Abstand und setzen nochmal zwei Räder hin. Als nächstes nehmen wir unsere Quarzstufen zur Hand. Wir können jetzt auf jeder Seite, vorne wie hinten, zwei weitere Quarzreihen platzieren. Wir können hier die Mitte, würde ich mal sagen, gleich zuziehen. Vorne machen wir dann auch nochmal zwei Stufenreihen hin und können dann die Mitte hier auch nochmal zuziehen. Wenn wir die Stufen da erstmal alle so platziert haben, kannst du jetzt entscheiden, wo du gerne die Vorderseite deines Autos hättest. Ich mache sie mir einfach mal hier hin und schlage dann vorne einmal hier diese Mitte einmal weg und setze mir vorne dann einfach zwei weitere Stufenreihen oben hin. Das wird dann schon mal unsere Motorhaube werden. Danach würde ich sagen, geht hier schon langsam unsere Fahrerkabine los. Da setze ich mir einfach mal zwei Treppen an sich hin. Hier zwischen setze ich mir einfach mal eine normale Stufe. An der Seite hier setze ich mir nochmal jeweils eine Treppe an die andere Treppe ran. Und dann mache ich hier einfach an den Seiten erstmal Stufen bis nach hinten weg. Auf der anderen Seite auch nochmal. Anschließend platzieren wir noch hier hinten in der Lücke nochmal eine weitere Stufe. Nun lassen wir jetzt, würde ich mal sagen, hier an sich zwei Blöcke Platz von hinten aus gesehen und setzen wir hier noch einen Quarzblock hin. Danach können wir schon mal unsere Glasblöcke nehmen und hier schon mal unsere Fensterscheiben reinsetzen. Danach nehmen wir nochmal die Quarzstufen zur Hand und platzieren jetzt hier oben natürlich auf unser Auto noch ein Dach hin. Das Ganze können wir, würde ich mal sagen, bis nach hinten wegziehen, wo denn unser letzter Glasblock ist. Wenn wir das dann auch erstmal haben, können wir einmal zu unseren Akazienholzstufen wie Treppen wechseln und nun tauschen wir ein paar Blöcke aus. Wir fangen hier einfach mal vorne an. Ich würde mal sagen, wir machen hier einfach mal so ein bisschen deutlicher, dass hier so eine kleine Autotür ist. Hinten möchte ich dann auch eine haben. Da setzen wir, würde ich mal sagen, hinten einfach mal an den Glasblock eine Akazienholztreppe ran. Dann nochmal eine, die dann genauso, sage ich mal, angelehnt ist. Und ganz davor mache ich nochmal eine Stufe hin. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Wir platzieren hinten bei den letzten zwei Stufen einfach mal eine normale Treppe und eine, die daran angelehnt ist. Davor machen wir dann einfach nochmal eine Stufe hin. Und dann würde ich mal sagen, gleich hier nach der ersten Treppe machen wir auch nochmal eine Stufe hin. Danach können wir auf der Rückseite unseres Autos einmal hier hinten die letzten zwei Stufen an den Seiten weghauen. Da platzieren wir einfach mal Eisenfalltüren hin. Dann starten wir unsere steinzige Treppe und die platzieren wir, würde ich mal sagen. Ich nehme jetzt einfach mal hier den einfach mal weg und platziere mir einfach eine Treppe hin, die so nach hinten angelehnt ist. Zum Schluss platzieren wir noch unsere Steinschalter einfach auf unseren Rädern. Das sind natürlich unsere Felgen. Wenn wir das dann erstmal soweit haben, können wir das Blockmaterial wegtun und holen uns Neues aus der Kiste. Um das Auto fertig zu bauen, brauchen wir noch einen Amboss. Dann holen wir uns einfach mal dunkelblaues Glas raus. Ich verwende noch blauen Zement. Dann hole ich mir einfach noch Gegenstandsrahmen raus. Ich verwende dann noch für den Gegenstandsrahmen noch ja, gelbe Glasblöcke. Dann holen wir uns noch Eichen, Zauntau raus und einfach ein Schild. Haben wir denn noch dieses Blockmaterial, geht es dann gleich schon los. Erstmal verwenden wir den Amboss. Den platziere ich mir einfach mal, würde ich mal sagen, hinter unserer Treppe an sich. Wir sollten ja hier dann auch einen Quarzblock darunter schon platziert haben. Passt, da können wir dann natürlich unseren Amboss einmal hinsetzen. Jetzt platzieren wir einfach mal, würde ich mal sagen, erstmal hier diese Stufen vorne schlagen wir weg. Können dann in der Mitte einfach mal einen blauen Beton hinsetzen. An den Seiten machen wir dann unsere blauen Glasscheiben. Das ist so ein bisschen unsere Sirene. Und hier hinten ist so ein bisschen der Technikkram von unserem Blockbuster-Auto, was wir oben drauf jetzt platziert haben. Ganz vorne vor unserem Auto platzieren wir noch unsere Scheinwerfer mit den Gegenstandsrahmen. Und dann denke ich mir einfach, für die Scheinwerfer nehme ich einfach gelbe Glasblöcke, kannst du natürlich auch gerne weiße nehmen, ist halt dann immer so Geschmackssache. Auf der Rückseite machen wir noch einfach den Auspuff hin, da denke ich mir einfach, nehmen wir einfach mal Zauntau dafür und können auch unser Kennzeichen hinschreiben. Und zur Abfahrt bereit ist jetzt unser Ghostbuster-Mobil, jetzt kannst du Geister jagen, viel Spaß damit, ich hoffe dir hat das Tutorial gefallen und dann würde ich sagen, stelle ich mir einfach da vor Safety hin und dann hören wir uns zur nächsten Folge, also haust rein und tschüss.